100 Meter sind es noch bis zum Start. Und der Start ist erfolgt. Sebastian Kay will die Führung. Sebastian Kay aber in den Arch Madness und auch Commander Crow. Die treten riesig ein. Commander Crow ist vorn. Commander Crow innen die 1 Arch Madness. Macht die Tür zu. In der dritten Spur die 4 Brad de Villouf. Commander Crow wird aufgenommen. Die 1 Arch Madness ist vorn. Außen die 4 Brad de Villouf. Innen zweites Pferd. Commander Crow zweites Pferd. Außen Sebastian Kay. Es geht in die Tribünen gerade und Brad de Villouf drückt auf die Fahrt. Geht vorbei an Arch Madness. Übernimmt die Führung. Brad de Villouf, der Finne ist vorn. Dahinter die 1 Arch Madness. Der Amerikaner dritter in die 2 Commander Crow. Außen Sebastian Kay versucht jetzt langsam aufzurücken. Es geht in die Schlussrunde. Zweites Pferd außen, die 5 MacRace SM. Dahinter die 8 Amaru Boko. Innen viertes Pferd, die 7 Pont de Monteur. Am Ende des Feldes Naha, die 6. Es geht durch den vorletzten Bogen und es geht in die letzte Überseite mit Brad de Villouf an der Spitze. Die 1 Arch Madness dahinter. Jetzt setzt vom Ende die 6 an. Naha versucht es. Auch Sebastian Kay in der zweiten Spur dringt weiter nach vorn. Vorn ist Brad de Villouf. Brad de Villouf, die 1 Arch Madness. Außen die 3 Sebastian Kay in der dritten Spur, die 6 Naha. In 3 Spuren geht es in den Schlussbogen hinein. Brad de Villouf ist vorn. Brad de Villouf führt mit etwa anderthalb Längen. Außen kommt jetzt Sebastian Kay in der dritten Spur. Die 6 Naha, da hat sich die 8 Amaru Boko rangehängt. Innen die 1 Art Madness findet da keine Lücke. In 3 Spuren fast Kopf an Kopf geht es an die letzte Ecke. Brad de Villouf, der Einlauf ist, erreicht es noch knapp vorn. Außen kommt Sebastian Kay. Sebastian Kay steckt die Nase nach in Front und ist vorn. Sebastian Kay ist vorn. Und Brad de Villouf. Sebastian Kay ist vorn, Sebastian Kay ist vorn, Sebastian Kay nahe auf dem zweiten Platz und dritter Brad de Villouf. Und der Favorit hat gewonnen, Sebastian Kay gewinnt vor Naha, meine ich, vor der 6 und dritter die 4 Brad de Villouf. 3, 6, 4 und vierter die 1 Arch Madness dürfte damit die Finalteilnahme auf den letzten Metern noch klar gemacht haben. Die 3 gewinnt Sebastian Kay, tritt hier auf der Endgeraden entscheidend an und hat dann einen sicheren Vorteil, sehr stark nach H im Speed, kommt da noch sehr gut auf und wird toller Zweiter. Dritter die 4, Brad de Villouf nach längerer Führung und vierter für mich die 1, Arch Madness. Ja, Sebastian Kay macht hier einen riesen Eindruck, gewinnt diesen zweiten Vorlauf und ist für mich auch der Favorit für den Finalsieg. Naha sehr stark auf den letzten Metern aus der Hand gefahren, musste da gar nicht viel tun und das Pferd lief noch sehr gut heran an Sebastian Kay. Starke Leistung von Naha. Hier haben wir den Sieger. Sebastian Kay gewinnt den zweiten Vorlauf des Elite Loppet vor der